Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr die Reolink RLC 511 WA Kamera mit eurem Netzwerk verbindet und sie über die Reolink App steuert. Falls ihr die Reolink App noch nicht installiert habt, bitte jetzt machen, die werdet ihr brauchen. Die 5 Megapixel Kamera lässt sich via LAN 2,4 GHz und 5 GHz WLAN verbinden. Durch die eingebauten LED macht sie bei erkannter Bewegung auch Farbaufnahmen. Außerdem besitzt sie einen 5-fach optischen Zoom und 2 Wege Audio. Mehr Infos zur Kamera verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Im Lieferumfang befinden sich neben der RLC 511 WA Kamera noch 2 WLAN-Antennen, ein 4,5 Meter langes Verlängerungskabel für die Stromversorgung, ein Netzteil, ein 1 Meter LAN-Kabel, Bohrschablone, Schrauben und Dübel, wasserdichte Verschlusskappe für den LAN-Anschluss, Kurzanleitung, Warnaufkleber Videoüberwachung und EU-Konformitätserklärung. Los geht's! Versorgt die Kamera mit Strom und verbindet sie zunächst mittels LAN-Kabel mit eurem Router. Wartet 1 bis 2 Minuten ab und startet dann die Reolink-App. Die Kamera wurde von der App bereits entdeckt und mit dem Namen Kamera 1 der Startseite hinzugefügt. Tippt ihr da drauf, könnte es sein, dass die Geräteinitialisierung noch läuft. Ist das erledigt, müsst ihr ein Gerätelogin erstellen. Bitte gut merken. Standardbenutzername ist Admin. Das lasse ich jetzt mal so. Vergebe ein Kennwort und tippe auf den Button Nächste. Im nächsten Schritt vergebt ihr einen Namen, wie zum Beispiel Kamera Keller. Wählt dann das WLAN eures Routers aus. Am künftigen Standort ist die 5 GHz WLAN-Abdeckung noch gegeben, also wähle ich das aus. Bei euch vor Ort müsst ihr das austesten. Gebt nun den WLAN-Schlüssel ein und speichert das Ganze. Die App bietet euch an, den QR-Code der Kamera zur späteren Verwendung auf eurem Smartphone zu speichern. Das ist okay, weiter geht's mit Beenden. So, Kamera ist also da. Springen wir doch gleich mal rein. Beim ersten Start gibt es noch einen Hinweis zum Spotlight. Kommen wir später noch zu. Schauen wir uns zunächst die mittlere Steuerungsleiste an. Pause pausiert den Kamerastream. Das Lautsprechersymbol aktiviert die Tonübertragung. Falls Tonaufnahme aktiviert ist, kommen wir auch später noch zu. Das Fotokamera-Symbol speichert das aktuelle Kamerabild auf eurem Smartphone. Das Videokamera-Symbol tut das gleiche mit einem Videoclip. Beides lässt sich übrigens auch gleich mit anderen teilen. Daneben haben wir die Qualitätseinstellung für den Livestream. Und Vollbildmodus gibt es natürlich auch. Weiter geht's mit den Symbolen am unteren Bildrand. Sprechen öffnet die 2 Wege Audio-Funktion. Moin. Das hören. Haben Sie alles richtig gemacht? Mit Video zuschneiden könnt ihr auch mal schnell nur einen Teilbereich aufzeichnen. Die Schaltfläche PTZ öffnet die Zoom- und Fokuseinstellung. Kann man auch manuell einstellen. Und Wiedergabe bzw. Playback zeigt euch die aufgezeichneten Videoclips. Noch sind keine drin, aber sobald ich eine MicroSD-Karte eingesetzt habe, zeige ich euch das auch noch.
Oben rechts unter dem Zahnrad haben wir noch die Alarmsirene. Daneben das Spotlight. Testen wir eben mal im Dunkeln. Licht aus. Nachtsicht schaltet sich ein. Und jetzt schalte ich die LEDs der Kamera ein. Und wieder aus. Die Kamera schaltet automatisch wieder auf Infrarot. Rechts daneben findet ihr die Mehrfachansicht, falls ihr mehrere Kameras im Einsatz habt. Öffnet ihr das Zahnrad, kommt ihr zu den Einstellungen. Netzwerk zeigt euch den aktuellen Status und verfügbare WLAN an. Unter Display lassen sich ein paar Bildeinstellungen vornehmen. Vieles sollte sich von selbst erklären. Unter Privatsphärenmaske nehmt ihr bestimmte Bereiche von der Aufzeichnung aus. Lässt sich jederzeit bearbeiten. Mit Lautstärke des Geräts stellt ihr die Lautstärke des Alarmsignals ein. Dann kommen die Einstellungen für den Bewegungsalarm. Mit Bewegungszone schließt ihr wieder bestimmte Bereiche aus. Außerdem lässt sich die Empfindlichkeit in mehreren Stufen einstellen. Dann habt ihr noch intelligente Erkennungsoptionen. Und mit den Größeneinstellungen könnt ihr das Ganze noch verfeinern. Für die Filmaufnahme wird eine SD-Karte benötigt. Hier lässt sich dann noch ein Zeitplan festlegen, wann aufgenommen werden soll und wann nicht. Länge der Aufnahmen nach einer erkannten Bewegung. Dann haben wir die Push-Benachrichtigung, die euch Nachrichten auf euer Smartphone sendet. E-Mail-Alarm gibt es genauso wie einen FTP-Upload der Videoclips. Sirene sollte klar sein. Mit Kamerateilen gewährt die anderen Personen, wie zum Beispiel Familienmitgliedern, den Zugriff auf die Kamera. Zeitraffer ist auch klar. Und die anderen Punkte lasse ich mal unkommentiert durchlaufen.
Ganz oben gibt es noch die Geräteinfos. So, MicroSD-Karte eingelegt. Hier oben unter dem Kameranamen seht ihr die Speicherkapazität. Es empfiehlt sich immer, die Speicherkarte noch einmal zu formatieren. Achtung, dabei werden die Inhalte, die sich bereits auf der Karte befinden, gelöscht. Kamera startet sich neu. Ich kürze das mal eben ab. Nun testen wir die Bewegungserkennung. Bei geöffneter App bekommt ihr keine Push-Nachricht. Bei erkannter Bewegung erscheint oben rechts im Kamerabild das Symbol mit dem Männchen. Gespeicherte Aufnahmen sind unter Wiedergabe aufrufbar. Nun schließen wir die App und lösen wieder eine Erkennung aus. Da kommt die Meldung. Und sehen unter Wiedergabe den Videoclip. Dann testen wir die Tonaufnahme. Aufnahme aktiviert. Und App schließen. Da haben wir wieder die Meldung. Wählen die richtige Aufnahme aus. Und haben da die Aufnahme mit Ton. Als nächstes zeige ich euch die Bewegungserkennung im Dunkeln. Licht aus. Es schaltet sich die Nachtsicht ein. Und bei erkannter Bewegung werden die LEDs eingeschaltet und der Farbmodus aktiviert. Was haben wir noch? Die Reaktionszeit. Wie lang braucht es von der Bewegungserkennung bis zur Push-Benachrichtigung auf eurem Smartphone? Dazu habe ich nun überall den Ton aktiviert und löse ein Ereignis aus. Da haben wir es. Und in der Aufnahme werden wir genau diese Push-Benachrichtigung hören. Bisschen leiser machen, damit euch nicht die Ohren wegfliegen. Okay. Zum Abschluss klären wir noch die Frage, ob die Kamera nun mit dem Netzwerkkabel verbunden bleiben muss oder nicht. Die Antwort ist nein, muss sie nicht. Zieht ihr das Kabel raus, verbindet sich die Kamera automatisch mit dem WLAN. Hier ist die Kamera nun noch über Kabel verbunden und wechselt dann problemlos ins WLAN. Alles klar. Und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare.
Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.